So. So, der letzte Kampf. Das heißt, bleibt drin vorne. Du bleibst auf jeden Fall vorne drin, weil du sollst mir das Dings wegballern zuvor. Dann geht's wieder gegen Cynthia. So, auf ein neues. Bau ruhig dein scheiß Lichtschild auf. Gegen Spezialattacken natürlich, ja. Du Arsch, bist du scheiße, Alter. Du bist scheiße. Du bist verdammt scheiße. Ja, du gehst natürlich jetzt auf den Film. Du zögerst die ganze Kacke jetzt einfach nur raus. Psychogenese, das war mir fast klar. Dann gehe ich ja physisch. Und nehme mir mal das von Pantimos raus, bevor es irgendwie größeren Schaden richtet. Gut, ich habe das Ding mit Meditalis gegen Meditalis gespielt. Das werde ich jetzt natürlich nicht spielen. Ich versuche ein bisschen daraus zu lernen. Aus dem Fehler, den ich vorher gemacht habe. Das ist nicht wahr. Fast. Oh, er zieht sogar. Das war's sogar. Wunderbar. Okay, so geht's auch. Sein Turmkick trifft daneben und. Dadurch den Schaden kriegt es quasi mehr oder weniger selber drauf. So. Girafarig wird Bizarro-Raum einsetzen wollen. Dementsprechend muss ich jetzt voll drauf gehen. Und gehe schon mal auf Schmarotzer. Bitte, bist sofort mit raus. Bitte. Das war fast klar, dass du es nicht spielst. Das war mir auch fast klar, dass du das die Variante spielst. Jetzt mal eben kurz Girafarig raus. Ich hätte meinen Volltreffer gerne schon vorher rausgenommen, ohne dass es diese Idee bringt. Bleibt dabei jetzt erstmal. Ich hoffe, dass der Verzerrungsraum gleich immer wieder normal ist. Wir spielen das Spielchen damit, weil ich werde jetzt tatsächlich etwas klein bisschen umdrehen. Und zwar werde ich nicht ganz so krass auf Zeit spielen, aber ich werde so lange warten, bis der Raum wieder normal ist, um halt die Möglichkeit zu haben, eher angreifen zu können. Ich will warten, bis der setzt auf Schockwelle ein, natürlich klar.
Damit ist klar, dass du das auch noch spielst. Tschüss, Simsala. Ja, sehr schön. Na gut, das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Ja gut, Meditalis einsetzen jetzt, was anderes probieren kann ich jetzt nicht. Der Vorteil ist, dass ich ihn jetzt quasi mehr oder weniger seine Idee beraubt habe. Das war jetzt... Warte mal, ich kann ja auf Spupa gehen, fällt mir gerade auf, ne? Ja, die Idee war, mit dem Bizarro-Raum das Bronzong zum Vorteil zu bringen. Ach, du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Damit hatte ich jetzt, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er das bringt. Ich habe jetzt damit gerechnet, okay, den Bizarro-Raum bin ich jetzt erstmal los und da hat er mich tatsächlich ein bisschen ausgespielt. Scheiße, Citromere. Kannst du nicht mal aufhören? Was willst du mit dem... Jo, okay. Ist jetzt nicht ganz blöde, was er da versucht, aber... Nur nicht Attacke. Reicht trotzdem. Ich hatte Unlicht hebt ein bisschen mit dem Stahltyp, hebt das Unlicht auf. Damit habe ich aber Lucien auch besiegt. So. Gut. Ach stimmt, ich habe ja noch einen. Ja, warte mal. Nee, doch nicht. Ich habe die doch vier vorher schon. Nee, alles gut. So. Dann heile ich mein Pokémon. Ich weiß, dass du als erstes Kripok hat. Heilen. Und jetzt speichere ich. Weil bis vorher jetzt irgendwas passiert, gehen wir in der nächsten Folge mit Cynthia an. Und dann versuche ich, die alle endlich zu besiegen. Bis dahin und tschüss. Zumindest erstmal mit Tarnsteine vorarbeiten und dann mit Steinhagel drauf. Das ist zumindest der Plan. Und wenn sie dann einen Wechsel macht, gehe ich auf Rexblisa. Und hol mir das Ravaillon. Hol mir das Gastrodon. Weil sie wird, wie sie es beim letzten Mal auch gemacht oder wie die letzten Male gemacht hat, das ist nicht mein erster Versuch. Es ist nur euer zweiter Move, eure zweite Variante. Oder eure zweite Folge, die ihr seht. Sie hat immer wieder genau den gleichen Move gemacht. Sie fängt an mit Kripok und sobald sie ein bisschen Gegenwind bekommt, wechselt sie auf Gastrodon. Und genau den Move werde ich hier jetzt gleich kaputt machen oder versuchen zumindest kaputt zu machen. Und versuche es einfach mal auf eine andere Art und Weise, wie ich es eigentlich ursprünglich geplant habe. Ich fange jetzt erstmal an mit Tarnsteinen, damit ich erstmal drauf gehen kann. Deine Fähigkeit juckt mich nicht, ich habe Überbrückung. Das war mir fast klar. Wo ich doch drin habe. Ah, okay. Dann wird es so funktionieren. Gut, okay. Ich kann jetzt nicht nochmal mit Tarnsteine drauf gehen. Naja, gut. Sie wird es also so versuchen. Das war jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass ich jetzt die Variante kaputt gemacht habe ein bisschen.
So, vielleicht haben wir jetzt noch ein bisschen Glück. Deine Beere juckt mich nicht. Mich juckt nur eine andere Beere. Die später von ihrem letzten Pokémon. Das hat definitiv eine Beere, weil es ein bisschen den Schaden vermindert. So. Okay, das war mir fast klar. Das ist eigentlich egal. Dass ich mir natürlich jetzt mein Dings rausgenommen habe, war natürlich jetzt nicht der clevere Move. Aber das habe ich mir ein bisschen selber kaputt gemacht. So, jetzt gehe ich auf Lawine. Das Viech geht nämlich jetzt auf Spukball. Und dadurch, dass die Attacke jetzt doppelt so stark ist, nämlich auf 120 hochgeht, ist zwar jetzt nicht unbedingt ein Step-Bonus, aber es reicht zumindest wahrscheinlich. Oder auch nicht. Sie wird jetzt tauschen, oder? Ne, wieso noch nicht? Das ist schon nicht gewusst, was sie muss. So, da ist der Krippuck schon mal für Geschichte. Sie macht jetzt natürlich die Variante, dass sie eine Top-Genesung setzt. Und damit habe ich jetzt zumindest mal schon eine Top-Genesung aus dem Ärmel gezogen. Sie kriegt jetzt noch einen Eisstrahl hinterher. Vielleicht habe ich jetzt noch mal Glück. Nee. Hinterher. Okay, Krippuck. Du willst also ein bisschen provozieren. Sie haut schon mal mit ihrem ersten Pokémon zwei Miner raus. Damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unerwartet, wenn ich ehrlich bin. Das hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass er den so macht. Okay, sie geht jetzt auf Gastrodon, damit ist der Krippuck schon mal Geschichte. Die auf Milotic. Die Verbrennung kam übrigens nicht von mir. Das ist sein Item. Die hat nämlich ein Item Ice Orb. Ich weiß aber nicht, was es jetzt wirklich bringt. Ob sie Spezialattacken erhöht. Was spielst du da eigentlich für ein Mist? Mein Hau, jetzt kommt er mit Gastrodon zurück. Also ich weiß nicht, was er genau versucht gerade. Ich weiß, was er macht jetzt. Aber setz mal Bombe ein. War nicht jetzt auf eine andere Attacke? Okay. Ich dachte, sie sieht jetzt meine Initiative. Sie spielt tatsächlich doch ein bisschen anders. Also sie jetzt, sagen wir mal so, die KI ist nicht vorhersehbar. Gut, machen wir das auch so. Dann ist Gastrodon schon mal weg. Gut, der Krippuck ist quasi, glaube ich, so weit angeschlagen, dass es eigentlich gar nicht mehr weitermachen kann. Durch die Tarnschande müsste das eigentlich so viel KP verlieren, dass es weg ist. Kannst du auch mal ausweichen? So, jetzt geht das mal ins Roserade baden. Das war nämlich ganz, ganz wichtig. Schaden. Nicht viel, aber es kriegt ein bisschen.
Stoffgenesung. Du gehst wahrscheinlich genauso auf die gleiche Attacke. Ich habe Angst vor seinem Spiegelcape. Damit kann er mehr wehtun. Was ich jetzt machen werde, ist eine andere Variante. Ich spiele es mal damit, dass ich durch seine Verbrennung vielleicht ihr den dritten Joker aus der Hand ziehe. Und gut, die setzt auf Genesung ein. So, volle Pulle drauf und Rasierblatt vielleicht. Dick zurück. Was hast du jetzt auf die Idee? Lucario. Du wirst wahrscheinlich auf eine Kampfattacke gehen, ne? Das heißt, ich muss Galoppe opfern. Jetzt Glück habe und vielleicht doch noch überlebe. Nee. Ist aber nicht schlimm. Du wirst ja jetzt auf Aurasphäre gehen, oder? Ich kann ohne. Glück gehabt, aber ist egal. Tut nicht weh. So Karius Geschichte. Ich dachte, du gehst also Fränkeschmied. So was du eigentlich fast immer nur machst. Aber damit kommst du gar nicht weit. So. Nein. Bring jetzt. Ausprobiert schon. Ist der dritte Joker weg. Dann dürfte sie eigentlich jetzt normalerweise keinen mehr haben. Das ist jetzt übrigens nur ein bisschen Vorbereitung gerade. Ich weiß was. Ja gut, wird ja nicht ihr letztes setzen, ne? Sie wird nicht ihr Klarkrag setzen. Die wird Milotic vorher ziehen. Das war mir schon fast klar. Gehe ich mal hoch. Eigentlich wollte ich Krabbelchef als letztes setzen gegen Knackrack zumindest am Anfang, damit ich mit dem Pflücker vielleicht das Knackrack rausnehmen kann.
Ja, das ist das Problem. Ich will doch jetzt keinen Ball reinsetzen. Das war jetzt bewusst. Ja, gut, okay. Das war jetzt ein bisschen. Ist jetzt weg. Ich kann packen. Kann's packen. Wechsel auf Empoleon. Weil Eisstrahl, glaube ich, gegen Wasser und gegen Stahl, glaube ich, beides nicht so wirklich effektiv ist. Ich weiß, dass ich auf Eisstrahl gehen wird. So, Empoleon hochziehen. Weiter auf Genesung gehen, alles klar. Du gibst mir also ein bisschen Runden. Weil ich bewusst jetzt erstmal wechseln will. Rexpriser. Siedewasser, okay. Keine andere Attacke außer, ne? Außer eine Eis- und eine Wasser-Dings-Attacke. Ich kann mit Lawine vielleicht was machen. Betreffen. Dementsprechend ist die Attacke 120 da durch den Treffer. Auch nicht. Gut, eine andere wäre ja. Okay, vielleicht haben wir ein bisschen Dusel. Vielleicht kann ich ja das Viech auskontern. Empoleon. Jetzt muss ich aber erstmal vorbeigehen an vorbei an Milotic. Mein Ziel ist es nämlich, Dings auszukontern, Knackrack auszukontern. Deswegen wechsel auf Rex Bizarre. Wieder auf eine Wasserattacke, das war mir fast klar. Ich gehe nämlich auf eine Pflanzenattacke. So. Du gehst natürlich auf Genesung. Das war mir auch fast klar. Vielleicht mal eine Möglichkeit haben, vielleicht das Viech zu killen. Endlich, so. Milotic ist Geschichte. Ich habe Empoleon vor allem bei voller Bewusstsein. Wenn ich Glück habe, das Viech ist die Erdbebenattacke vielleicht sogar weg oder was auch immer jetzt das Viech einsetzt. Es wird wahrscheinlich Erdbeben sein. Wegsteckt. Kann es durchaus möglich sein, dass ich hier einen Finish-Move mache. Vielleicht. Das war jetzt natürlich blöd, weil ich habe eigentlich. Bitte, bitte, bitte. Ja! Ich habe Glück. Weil jetzt nämlich die Dingsdatei. Jetzt kommt nämlich die 120. Vierfachschwäche. Ich weiß, dass da ein scheiß Ding jetzt kommt. Das war mir klar. Deine scheiß Kiroya-Beere, gießt sie mir so auf Eier.
weiß, ich werde jetzt auf Zeit spielen, weil mit dem Hagelalarm könnte ich theoretisch versuchen, immer wieder weiter zu triggern, zu triggern, zu triggern. Ich überlege gerade, was ich mache. Napoleon zurückholen. Vielleicht Glück haben. So, so, warte, was machen wir denn jetzt? Top-Genesung auf Napoleon, vielleicht mal wieder ein bisschen Gdusel reinbringen. Jawohl. So. Ja, diese fucking, ja, das ist meine eigene. Aber zumindest hat er mir noch eine Runde geschenkt. Haben wir vielleicht Dusel jetzt? Ja! Er macht's! Er hält durch! Ah nein, Moment, warte mal! Nein! No. Oder warte doch! Nee, nee, warte mal, warte mal, warte, warte, warte! Wenn ich Glück habe und seine. Vielleicht reicht es zum Sieg! Ja! Ich dachte mir, jetzt durch den Hagelalarm haut es mir tatsächlich das letzte Pokémon auch noch weg, dann verliere ich das Ding noch. Ich hab's ja nicht geschafft. Die Umstellungen haben gerochen, angefluchtet. Oh, endlich hast du es geschafft. Nach so viel Versuchen. Vor ein paar Minuten warst du nur der stärkste Herausforderer. Und jetzt bist du bereits der stärkste unter allen Trainern. Du bist unser neuester Champ. Boah, das war ausgezeichnet. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärken deiner Pokémon optimal ausgespielt und mit ruhiger Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bringt bei dir eine ideale Kombination. Du hast auch noch bewiesen, dass du an der Seite deiner Pokémon jedes Hindernis überwinden kannst. Das hat unser Kampf deutlich gezeigt. Damit steht die Krönung des neuen Champs der Sinnregion bevor. Komm, nimm den Aufzug. Boah, Alter. Ich dachte mir jetzt echt, durch die scheiß Hagelalarm verliere ich meine Polion. Manchmal braucht man echt Glück und es war Glück dabei. Es war jetzt viel, viel Glück dabei. So, der Raum, der vor uns liegt, ist die Ruhmeshalle. Kiff, der letzte Kampf unvorzüglich. Aber Sie sind auch hier, Professor Eimer? Natürlich. Ein Kind, dem ich ein Pokédex anvertraut habe, kommt so weit. Das ist selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhmes werden möchte. Kiff, ich sollte dich nicht mehr Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kinder für Ihre Forschung aufbringen, nicht wahr? Hier lang, bitte. Professor Eimer, kommen Sie dann auch mit. Es ist lange her, seit ich diesen Raum zum letzten Mal betreten habe. Zuletzt war ich hier, als ich zum Firm gegründet wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Okay, willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigt so die Erinnerung an eure bisherigen Abenteuer. Du und deine Pokémon habt die harten Kämpfe der Pokémon-Liga gemeistert. Diese Maschine wird eure Errungenschaften für alle Zeiten festhalten. Da war echt viel, viel Dusel dabei, dass Napoleon zweimal ein Erdbeben wegsteckt. Oder dreimal eigentlich insgesamt mit der ersten Attacke.
Und dann halt am Ende mit dem einen KP überlebt. Und ich dachte mir echt, ein scheiß Hagelarm. Ich dachte, nein. Weil ihr habt ja beim ersten Mal gesehen, dass diese scheiß Fähigkeit ich erst eigentlich verloren hatte. Nicht mal durch den Kampf, ich habe die scheiß Fähigkeit verloren. Aber gut, haben es geschafft. Wichtig ist es. Hab's komplett geschafft. Unser Team hat's durchgerockt. Es war ein harter Kampf, aber es hat funktioniert. Stunden und 35 Minuten haben wir gebraucht. Wir mussten ja zweimal durch die Pokémon-Liga durch. Also insgesamt, weil ich ja da nicht gespeichert habe. Ich dachte, ich hätte speichern müssen, dann wäre es wahrscheinlich machbar gewesen. Aber so, ich zeige euch, wie gesagt, nur die finale Folge jetzt, was wir jetzt gemacht haben und was davor ist, vergessen wir. Wie gesagt, ich habe 5 Versuche vorher noch gebraucht, um Cynthia zu besiegen und habe dann vor dem jetzigen Versuch einfach mein Moveset komplett umgestellt und bin dann ein bisschen defensiver rangegangen und auf einmal hat es funktioniert. Wie gesagt, ein bisschen Glück dabei, aber es hat funktioniert. Oh, jetzt sind wir durch. Ach, oh, Gott sei Dank. Jetzt können wir mit der Afterstory nämlich beginnen in der nächsten Folge. Und da kommt nämlich noch ein bisschen was dazu. Puh, erstmal durchatmen. Erstmal durchatmen. So, natürlich dauert das jetzt vor allem mit dem Abspann. Jetzt alles. Oder kannst du das überspringen? Kann ich nicht. Schade. Ich bin gerade mehr als erleichtert, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt endlich mit der Afterstory beginnen können hier bei Pokémon Let's Play, bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und ja, schwer war es auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich sage, Cynthia war meiner Meinung nach der schwerste Champ überhaupt in den Pokémon Editionen. Sie hat uns definitiv alles abverlangt. Ich habe nicht ganz umsonst 8-9 Versuche gebraucht, bis ich die alte dann immer mal klein hatte. Und jetzt auch nur mit echt viel, viel Dusel dabei gewesen. Wie gesagt, hätte mein Empoleon die 2 Attacken nicht weggesteckt, wäre es vorher schon Sense gewesen. Und mit dem 1 KP noch am Ende. Und da hatten wir Glück, dass wir dann am Ende noch einen Eistrahl setzen konnten. Sonst wäre es vorbei gewesen. Und ich hatte nur gehofft, die Attacke geht und es kommt dieses Ding, 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 Ding. Also quasi, dass man im roten Bereich ist. Und dann war es für mich klar, wir können das Ding eigentlich nur gewinnen. Und dann dachte ich mir, scheiße, du hast den scheiß Hagelalarm noch vergessen. Die Attacke wurde dann nicht mehr runtergebracht. Wie gesagt, ihr habt es beim ersten Versuch gesehen, dass sich die Fähigkeit Rauhaut, als ich mit Schmalhorn von Galoppa ankam, mit Galoppa dann noch besiegt wurde. Ich habe gesagt, ich habe es nicht mal im Kampf verloren. Ich habe diese scheiß Fähigkeit verloren. Sonst wäre ich vorher schon durch gewesen. Sonst wäre ich die ganze Scheiße nicht mehr machen müssen. Aber ich bin dran geblieben und habe es jetzt irgendwann gemacht. Das war einige frustrierende Momente, die ich auf jeden Fall noch rausschneiden muss.
Jetzt auch alleine hier schon wieder in der Aufnahmesession, glaube ich, 2 oder 3 Versuche gebraucht und ja, wir haben es geschafft. Scheiß drauf. Am Ende ist es egal. Ja, das Seen-Trio, das haben wir nämlich auch gefangen, komplett. Wir haben, glaube ich, fast alle legendären Pokémon. Die nächsten Aufgaben werden jetzt, wie gesagt, die Alpha-Story sein, aber vorher wird es noch. Vorher gibt es noch ein bisschen zu tun. Und zwar, wir haben noch 2 legendäre Pokémon, die noch gefangen werden müssen, die wir definitiv die Geheimgeschenke noch freigeschaltet haben, nämlich erstmal Shaymin. Da können wir nämlich auf Route 224 dann kommen. Und dann haben wir noch Darkrai. Da müssen wir nach Fleetburg in das Wirtshaus. Das machen wir auch noch alles in Ruhe. Machen wir dann jetzt in den nächsten 1, 2 Folgen. Würde ich mal sagen, schauen wir uns, oder vielleicht machen wir es auch in einer Folge. Wird wahrscheinlich der Fall sein. So, jetzt gucke ich gerade. So, jetzt hoffe ich, dass ich ohne Probleme weitermachen kann. Ja, weil ich will jetzt speichern. Wir machen jetzt Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, dann geht es weiter wieder mit Shaymin oder Darkrai oder mit beiden zusammen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Pokémon Schreiner Diamant. Und dann geht es so langsam in die richtige Richtung. After Story, wir sind endlich der Champ der Pokémon-Liga. Es hat lange, lange gedauert.